Hallöchen und willkommen zum 15. Part. Und zwar zu dem Teil, wo ich Geralt die Flasche reinfiste. Okay, das ist jetzt wirklich ekelhaft gewesen, was ich gesagt habe. Ich werde hier verrückt. Nehmt den Scheißtrank, Junge. Was ist das jetzt? Das war Schwalbe. Ich krieg die Krise. Igitt. Nimm das Scheiß! Kacke! Fuck! Da drin ist es auch ein bisschen dunkel. Hallo! Da! Nackte Leute in der Dunkelheit. Das ist mir ein bisschen zu viel. Scheiße, da drin ist es wirklich richtig finster. Kann ich die Fackel dir... Nein, kann ich natürlich nicht. Oh, toll. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die Fackel holen und halbwegs normal durchlaufen. Oder panisch durchrennen. Und von einer Horde Viecher verfolgt werden und die Scheiße mal schneller durchziehen. Ich weiß es nicht. Ich hol doch lieber mal die Fackel. Weil ich bin nicht so wirklich scharf drauf zu sterben. Dabei fällt mir ein, wo kriege ich jetzt eine Fackel her? Heißt es sicher, wenn ihr mich nicht schreien hören wollt, hole ich lieber die Fackel. Wo ich will mich selber nicht schreien hauen. Also hol ich also die Fackel jetzt. Egal, ob ihr sagt, nein, Sirak, renn ohne Fackel durch und so. Wir wollen uns an dem amüsieren. Oder nicht? Ein paar schreien dadurch. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Weil dann stehen die Nachbarn quasi vor meiner Haustür. Und dieses nackte Viech hat mich doch ein bisschen erschrocken. Und ganz ehrlich, ich bin damit meinen Nerven am Ende dann. Und wahrscheinlich auch tot. Selbst egal, ob ich jetzt den Trank Schwalbe genommen habe oder nicht, die Viecher zerficken mich. Zudem weiß ich nicht, wie lange das eigentlich da geht. Das kann sein, dass ich in 5 Minuten durch bin. Es kann aber auch sein, dass ich erst in 2 Stunden da durch bin. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Genau wie ich. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich eine Fackel herkriegen soll. Vielleicht im Dorf oder so. Ja, ich glaube auch irgendwo da drüben. In dem Dorf, wo weniger tote Menschen sind. Und die Ghule sollen also Tote sein. Das sind nicht Tote, das sind Untote. Und mein Auge juckt. Wo geht's da eigentlich hin? In die falsche Richtung. Also. Und vom Otto kriege ich wahrscheinlich keine fucking Fackel. Mein Auge juckt schon wieder. Ja. Das Wetter will auch mitspielen. Das Wetter will auch, dass wir in die Höhle reingehen. In die Gruft, meine ich, Reisender. Abscheuliches Wetter. Ja, ja. Abscheuliches Wetter. Es nieselt doch nur ein bisschen.
Ah, ja. Wir alle rennen. Nur weil es ein bisschen regnet. Es zieht ein Sturm auf. Alter. Auf jeden Fall, wenn ich so durch die Gruft gehe, werde ich die Nerven verlieren und vielleicht an einen Herzinfarkt rausgehen, obwohl so alt bin. Die Antwort ist nein. Hinfort. Hört das nur endlich was auf. Für eine scharfe Zunge. Hau ab, Lump. Oh, die hat Haare auf den Zähnen. Es zieht ein Sturm auf. Es hat schon eine Weile nicht mehr stark geregnet. I, schon wieder so eine alte Frau und das nennt sich stark regnen. Warum muss es bloß regnen? Weil du hässlich bist. Haushund Wessners Großmutter. Hast du vielleicht eine Fackel? Wessner brachte einen köstlichen Wein. Oh gut, den Kleiderschrank muss ich nicht und durch Oma BH suchen. Feuerstein abgeschlossen. Okay, sieht nicht so aus, als würden wir hier eine fucking Fackel finden. Wirklich ganz geil. Kann ich da vielleicht irgendwo rein? Jetzt müssen wir durch jede Hütte durchgehen. Wie es ja auch quasi durchs Dach durchregnet. Durch die Textur. Kapellentür. Abgeschlossen. Also. Es gibt keinen Grund für euch hier zu sein. Doch. Ich will eine fucking Fackel, ey. Mode, keine Fackel. Fackel! Macht zwar wenig Schaden, aber ist ja auch gut. So. Ich wollte den Eisendolch eigentlich nicht fallen lassen. Leck dich. Inventar. So. Gegenstände weglegen. Heute nicht. Eigentlich brauche ich eigentlich alles, glaube ich. Und es gibt bestimmt hunderte von besseren Dolche. So, jetzt den ganzen langen Weg wieder zurück, finde ich wirklich geil. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Drink. Und zwar nicht im Spiel. Es wird überall matschig. Ja, überall matschig, ja, ja, ja. Was war das, Gerald? Ich hab nur eine. Ich lenk geradeaus und du läufst links. Anderthalb Kilometer um einen Stamm herum. Wolfenbruch! So, stummes Feuer da oben. Ach, das Gruft, ey. Warte mal. Geradeaus und dann links. Ah, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Von dem ganzen Stress und so und. Ja. Warum spinnt der Wolf da oben links so? Oder ist es normal, dass der so blinken muss? Als müsste man jetzt gleich Epilepsie kriegen. Oder sowas. Jetzt auf einmal nicht mehr so. Ein Fass!
4! Ohren! Geil! Das ist wirklich eine üppige Hütte. Würde ich gerne mal drin pennen. Ja, ja. Und jetzt auf zu den Nackedeien. Aber ich glaube, die haben nicht einmal einen Penis oder eine Vagina. Das sind wahrscheinlich Menschen, die ohne Genitalien zur Welt gekommen sind und sich keine gebildet haben. Und die sind dann einfach wahnsinnig geworden und haben sich dann versteckt und fressen jetzt Aas oder sowas. So meine Theorie. So. Oh, ich hab so Bock, ey, auf die Gruft. Zuerst mal dieser Leichnam und dann diese blöden Viecher, ey. So. Okay. Let's fuck this shit. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hebst ganz lange. Einfach durchrennen. Kreis des inneren Feuers. Und... Renn, Xerox! Nein. Ja, Hilfe! Was soll ich eigentlich machen? Soll ich die ganz Ghouls töten oder diese Nacketeis halt? Ich hab keinen Bock. Nein! Oh nein. Nein. Ah! Scheiße! Fuck! Ich sehe doch nichts, wenn ich jetzt kämpfe, oder? Wow! Die nehmen ultra starken Feuerschaden. Und ich nehme ultra schlagfertigen fucking Alter! Schaden! Hau drauf, wieder Bauer! Hilfe! Oh, mein Zicken juckt! Kommt mir nicht zu nahe, ich habe eine fucking Fackel. Hilfe! Ich werde hier verprügelt. Ich glaube, ich brauche hier einen Trank. Schwalbe war es, glaube ich. Hier. Nimm. Ah, da sind sie schon. Fuck. Nehmen die wirklich so viel Schaden? Alter. Regeneriere dich schneller. Geralt von Hoden. Hallo? Renn? Alter! Ich glaube, ich soll mich auch nicht mit der Fackel verteidigen. Oder? Ja, meine Lieben. Alter, das macht kaum Schaden!
Fackel, Fackel, nimm die Fackel irgendwie. Ja. Okay, die nehmen durch Feuer mehr Schaden. Die brennen da noch ein bisschen. Alter, der macht 15 Schaden. Dieser Wichser. Oh, das sieht wirklich wunderschön aus. So. Komm her. Oho, ich hab da was für dich. Geil. Ja, nimm das, du Bitch. Alter. Okay, was gibt's hier noch zu holen? Mach die Scheißhacke an! Sonst krieg ich hier ein zu viel. Okay. Fuck! Würfelkästchen. Ohren! Noch mehr Ohren. Yeah! So. Geralt! So, was soll ich jetzt damit? Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner Schaden zuzufügen. Und Feuer zu entzünden. Wähle ein Zeichen an der linken Bildschirmseite. Rechts auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Kann ich damit nicht auf die fucking Felsen wegfahren? Und ich sehe nichts. Alter! Ich kann damit irgendwie die Steine wegfahren, stimmt's? Knie. Und Tore einzuschlagen, so wie Wagen und Karren zusammen. War da nicht so eine Tür? Ich bin jetzt mal so neugierig. Wahrscheinlich ist es mein Untergang. Das ist, glaube ich, keine Tür. Alter. Ich glaube, ich sehe da sogar ein bisschen Licht. Warum das hier Gruft genannt wird. Weil es eine ist, Serax. Trottel. Ort der Macht. Was will ich eigentlich mit Ort der Macht? Ich habe auch so einen Ort der Macht. Die nennt sich Toilette. So, gehen wir mal nach oben. Und beenden meine wunderschönen Bart. Ja, ja. Ja, dann bist du diesmal so. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Oh, geil, geil, geil.